Die Arbeitsgruppe 1, gemeinsamer Ausdruck, geht mit Ilna. Wir sind halt in Oberhausen im Theater und wir haben uns zusammengefunden, weil sich gerade in NRW ganz viele Frauenstreikbündnisse gegründet haben in ganz vielen Städten. Und wir kommen jetzt zusammen und überlegen zusammen, wie kann so ein gemeinsamer Ausdruck sein am 8. März, wie können wir NRW lahmlegen. Und ich war in der Presse-AG zum Beispiel. Es gibt eine AG, die guckt, wie kann der gemeinsame Ausdruck aussehen. Es gibt eine AG, die eine Demo organisiert zum 9. März in Düsseldorf, eine landesweite. Es gibt eine, die diskutiert, was ist Streik eigentlich und wie kann das rechtliche Deutschland so aussehen. Genau, es gibt ganz unterschiedliche. Jetzt habe ich bestimmt einen vergessen, aber es gibt viele Gruppen. Arbeitsgruppe 5, das ist die Arbeitsgruppe rechtliche Grundlagen. Also was heißt eigentlich Streik im rechtlichen Sinne und welche Möglichkeiten haben wir da auch mal über die Grenzen zu gehen? Dafür gibt es noch. Können wir diesen Begriff so nutzen, dass auf der einen Seite er perspektivisch nach vorne führt und sagt, diese Debatte um den politischen Streik muss geführt werden und auf der anderen Seite Leute aber nicht sagen, oh, Streik, das macht mir Angst. Wir wollen jetzt keinen wilden Streik, wir wollen ja nicht Frauen gefährden in ihren Arbeitsverhältnissen, sondern wir sagen, nutzt zum Beispiel die Pause, macht aktive Mittagspausen vor den Betrieben oder nimmt was, was gewerkschaftlich erkämpft worden ist, zum Beispiel einen Tag Urlaub und beteiligt euch an Aktionen, die es gibt. Auch da ist ja nochmal eine Unterscheidung, wer gestaltet die Demo und wer darf mitlaufen. Soll es Parteienblöcke geben oder will man das nicht und sagt, nee, es gibt auch nur thematisch zugeordnete Frauenblöcke, dürfen die dann vielleicht trotzdem ihr Parteilogo? Ich habe dieses Tuch mitgebracht. Da haben Frauen tatsächlich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie heißen die, diese Siebdruckmaschinen oder so gestanden, mhm, und die alle von Hand gefertigt. Also das ist eine Möglichkeit, um mal, ich glaube, 10 zu machen, aber wir brauchen deutlich mehr. Gibt es auch die Möglichkeit, vielleicht Buttons zu machen oder wie auch immer? Ich habe mal so ein paar Ausdrucke von den Logos mitgebracht, die so gebraucht oder die wir inzwischen brauchen. Es gibt ja so Zahlen, ungefähr 60% aller geleisteten Arbeit ist unbezahlt und 70% aller unbezahlten Arbeit werden von Frauen gemacht. Glaube ich, ist ziemlich schnell klar, dass wenn Frauen sozusagen, wir machen da nicht mehr mit, bezahlt oder unbezahlt, dann haben hier Männer oder auch unsere Gesellschaft hat ein Riesenproblem. Ich finde es schön, wenn wir geschlossen und gut gelaunt alle zusammen auf die Straße gehen und das kämpferische Moment dabei aber trotzdem sehr, sehr sichtbar wird. Für den 8. März wünsche ich mir, dass es viele coole Aktionen gibt auf der ganzen Welt. Von Frauen für Frauen. 52% der Weltbevölkerung sind weiblich und ich wünsche mir, dass diese 52% sich den Platz nehmen, der ihnen zusteht.